Ja, was soll ich euch sagen, meine Damen und Herren, es ist spät, es ist Zeit für Imperium. Hallo, ganz genau. Guten Tag, Herr Fleischhammer. Lass Erklärer. Erklärt mir. Erklärt, was machen wir jetzt? Erklärt. Ja, bauen Raumschiff. Ja, was haben wir? Wo sind wir? Spät ist es. Wie immer sind wir spät dran. Imperium Galactic Survival an diesem Freitagabend heute. Halb zwölf oder so haben wir, ne? Ja, nee, ist schon zwölf nach, du. Ist kurz vor zwölf. Ist schon kurz vor zwölf, ja. Zwölf. Kann man, ne? Machen, hören wir heute jetzt wieder ist, auf, oder was? Weil heute ist fertig, ne? Gute Nacht. Heute ist Montag für euch. Für uns ist Freitag, wie gesagt. Wir haben Raumschiffchen gebaut, um mit zwei. Jack fliegt Bus, ich flieg den schnellen Blitzer. Ja. Echt jetzt? Na gut. Ja. Nee, klar, machen wir so. Machen wir so. Du designst dich. Dich. Ich bin jetzt überlegen, bin ich am. Hast du schon Füße? Hast du Füße? Bist du Füße? Nee, Heik nicht. Heik Füße. Hab ich nicht. Doch, Heik. Kannst du mal eine Mark? Hast du mal eine Mark? Kannst du mal unten gucken, wie. Aber ist das Ding nur zwei breit? Das Ding ist nur zwei breit, ja. Oh, wie schön. Kann man nicht hier hinten noch ein zweites Cockpit, nur für den Notfall irgendwie? Ne? Ach nee, wenn denn hier Back mal, to the, ne? Wir haben diesen, der so praktisch zwei hoch ist und dann abgeschrägt ist, nochmal einen halben. Ich baue mal so einen und guck mal, wie das aussieht. Man kann ja wieder abbauen. Ihr merkt also, wir haben uns professionell vorbereitet auf die Aufnahme. Alter. Also ich schon, Jack nicht. Ich nicht, nee. Ja. Professionell ist bei mir nicht. Undo. Kann jemand anders? Ding, 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 ding. Ich habe gerade in dem Advanced Constructor das hohe Cockpit angebaut. Da bereitet er die einzelnen Bauteile vor, ne? Ja. So, ding, 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 ding. Hast du kurz reingeguckt oder so, also verstehe. Ja, der macht dann so, zieht sich halt jedes einzelne Bauteil. Ach so, ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Der zieht das immer so durch, ja. Stimmt. Der sollte rein, ich darf ihn nicht bauen. Soll ich hier mal die drei Geschütze mitbringen, die unten fertig sind? Richtig, genau darum ging es. Brauchst du sonst noch was? Schätzelein. Brauchst du noch einen Konstruktor? Nee, brauchst du nicht, aber was brauchst du denn? Nee, ich hab sonst Tag alles. Eine Cargo-Box. Hast du alle Triebwerke? Rumpfblock rund hätte ich gerne. Triebwerke eigentlich auch. Rumpfblock rund. Genau. Siehst du, das ist falsch hier. Das wie viel? Ist falsch. Nee, das ist richtig. Rumpfblock rund, ja, machen nochmal 30. Ja, bist du ganz schön anspruchsvoll. Naja, von nichts kommt nicht. Ah. Ich muss noch ihn falsch nehmen. Ist nicht so, ist das nicht gedacht. Wie craftet der denn? Der stellt immer neun Eisenplatten her und dann macht er drei Blöcke. Sehr merkwürdig. Das ist mir noch nie so aufgefallen. Ja, nee. Vor allen Dingen, auch das Gefühl, der verballert unser Eisen. So, wisst ihr? Das verballern wir. Nee, dass der das im Craften, der macht immer eine Eisenplatte und aber. Nee, der braucht. Ups, was brauchst du denn? Zwei Stahlplatten braucht er. So, was stellt er denn her? Warte mal, ich achte jetzt nochmal drauf. So, jetzt macht er wieder Ting. Ting. Kommen sieben bei raus, oder was? Hä, was? Ja, genau. Also, er verschwendet da irgendwie. Output-Count 10. Ah nee, der baut dann zwei raus. Glaube ich. Egal. Meine ich. Was brauchst du noch? Das sollte eigentlich gewesen sein. Okay. Dann komme ich hoch, ne? So, gucke. Komisch, oder? Wie der baut. Also ich finde. Luke, erkläre. Erkläre. So, und ich würde jetzt gerne wissen, wie ich jetzt hier. Ich habe jetzt mal hier. Komm mal her, ich habe gefallen. Schmeiß mal. Das tritt sich doch fest, ist doch doof. Achso. So, ich setze mal jetzt das Cockpit hin, dann gucken wir, wie das aussieht. Echt jetzt? Nee. Doch, ist ein Designvorschlag. Naja, gut. Nee, das lasse ich so. Boah. Was macht das Ding für einen Sinn, frage ich mich. Wieso ist es drei Blöcke hoch, wenn du auch das Ganze noch kleiner haben kannst? Weißt du, was ich nicht. Weiß ich nicht, verstehe. Ja, klar. Nee, aber was macht das für einen Sinn? Das ist falsch hier, jetzt zeig's. Gut, ich kann schön rausgucken und ich muss nicht die Beine bis zum Ohren anziehen da drin, aber. Warum? Ja, aber machen wir das jetzt? Nee. Wollen wir das? Ist das, was wir wollen? Nee, sieht scheiße aus, oder? Ja.
Luke, erkläre. Oder Xentor, Xantarius. Zu, wenn ich den Namen falsch ausspreche, aber. Warum baut man ein Cockpit, was zwei Blöcke hoch ist, genauso aussieht wie das, und dann eins mit dreien? Ich meine, meine virtuellen Beine spüre ich doch eh nicht. Ich habe ja eh keine. Nur von außen. Ach so, meinst du das? Ja, es gibt doch das so kleine tief. Cockpit, was abgeschrägt ist. Warum ist das so hoch? Verstehe. Verstehe ich nicht. Hast du Energietanks? Ja, in der Tasche. Jetzt müssten wir die irgendwo hinlegen. Das Geschütz, Schätzelein, das soll genauso versetzt sein wie das hier, ne? So ein bisschen, ja, genau, abgedeckt. Also genau, muss es um eins tiefer setzen. Richtig. Schätzelein. Aber nicht von hier, sonst. Dann baue ich das Geschütz an. Und da hast du. Sieht es gut aus oder sieht es gut aus? Oh, die einen sagen so, die anderen sagen so, ne? Du warst noch nie für meine Kunst. Doch, du bist im Baum, bist du echt begnadet. Nun, klang ja wie total schwierig, oder? Übertreibe. Wo sitzt denn das da? Endlich. Der sitzt zwei Abstand zu den Dings. Zwei Abstand zu den Dings wäre hier. Und wie weit sitzt er? Mit einem Abstand nach rein. So. Das ist doof so. Hättest du mal einen Synchronmod gebaut? Ja, das ist ja genau der Punkt. Ja, lass das so breit, ist so gut. Und dann hat er wieder zwei Abstand. Siehst du, ja, kann ich nicht mal bauen, weil es ja nicht mal Klötze gibt, wo ich ranbauen könnte. Gibt es nicht. Setze, damit ich das Geschütz da hinsetzen kann. Kannst du mal auf der anderen Seite bitte nochmal so, zwei Blöcke tief ransetzen, damit ich das Geschütz da so drauf klatschen kann? Oh, ja, warte mal. Dazu muss ich mal hier in meinen Baumodus gehen. Einfach zwei nochmal dran, also ein Viereck vorne dran. Zweimal zwei. Einfach nur ein Viereck vorne dran, meinst du? Nur, damit ich das Ding setzen kann, ne? So. So, oder was? Nochmal. Nee, die sind da nicht gleich lang. Doch, ist richtig. Passt. So, jetzt kannst du weiterbauen. Ich habe das alles abgetimt. Guck, ich stelle mich hier hinter, sehe falsch. Nein, Quatsch, ist richtig. Nee, ist falsch. Ist falsch, ne? Das andere ist zu nah dran. Da müssen noch zwei Abstand. Also das heißt, du musst noch einen raus. Oh Mann, Minjas. Hättest du mal richtig aufgepasst. Eben, ja, sag doch. Zwei Abstand, ja. Ja, aber du sagst auch nicht, nee, mach das nicht. Das geht schief. Es ist falsch. Du lässt mich das Messer laufen, Arsch. Ich kenn's mich. Ich war schon immer so der Messerläufer. Ist alle jetzt. Ist alle. Wo bist du überhaupt? Bist du schon wieder weg? Nee, nee, ich bin unten, wa? Achso, baust du neu. Achso, ich müsste erstmal Technikbäume. Verstehe. Small Vessel. Vessel the Schissel. Schissel the Schissel. Ich habe ja Punkte ohne Ende. Ich könnte ja auch alles freischalten, ne? Es wird ja nichts. Spreche. Spreche. Spreche geradeaus. Frau Raufuß, meine Damen und Herren, bitte. Wenn ihr mal Zeit habt, irgendwie 5 Minuten und Bock auf ein bisschen Lachen, tut euch den Scheiß an. Raufuß und Tocker. bei YouTube. Raufuß und Tocker. Da könnte Jackie, das klingt so nach, ich krieg keine Luft mehr. Ja. Das war Puls Laser, richtig? Laser. Das ist der Puls Laser, richtig, ja. So. Habe ich mich verbaut, habe ich mich verschätzt. Kann auch mal vorkommen, ne? Mindestens ist kein Profi. Dann kommt gleich der nächste, ja, okay. Ich bin über den falschen Konstrukt. Ich bin doch im linken, oder? Warum ist denn hier Erz drin? Oder war ja vorhin auch schon Erz drin? Ich hab's noch nicht gemerkt. Wo ist denn eine Drohne? Also, was noch nicht so gut synchronisiert ist, fällt mir immer wieder auf, ist dieser Ring, der das Bauen anzeigt. Das ist so. Im Constructor, dass du siehst, wie der weiter Fortschritt ist. Wenn du raus und wieder reingehst, wird es wieder angezeigt. Setzt du nochmal zwei drauf? So. Siehst du jetzt wie? Jo. Praktisch hier, wo die Lücke ist, müssen noch zwei rein, dann kann ich meine Kanone da draufsetzen. Jetzt mal, dass ich auf den Tisch legt, das Ding. Das ist ziemlich groß. Die Kanone, ja. Ja. Machst hier nochmal zwei bitte dran in die Lücke. Hier, warte mal. Lass uns mal die Verantwortung teilen. Wie? Was ist das jetzt? Du drückst. Feigert vom Feind? Nee, bin hier gerade noch ein bisschen intern verabschiedet hier. Du bist verabschiedet, so, jetzt habe ich es richtig gesetzt. War schon wieder viel zu groß. Wir wollten was Kleines, Kompaktes. Wieso ist haben doch die jetzt. Klein, zum Beispiel, du wolltest 10. Nee, wieso die jetzt zwei Abstand haben, die Kanonen? Das verstehe ich nicht. Wie haben sie nicht? Sollen sie nicht? Das verstehe ich jetzt nicht. Erkläre. Nee, ich finde es einfach ein bisschen zu breit. Ach Quatsch, er ist doch schon fertig. Das ist so. Das ist die Sneaky Witch.
Sneaky Bitch, du bist auch so eine Sneaky Bitch. Nicht Bitch. Wie hast du das gemacht? Witch. Ach, Witch. Witch. Die Hexe. Dann müssen wir jetzt. Lassen wir den hast du das hier gebaut? Zu, da hast du da. Noch nicht. Ja, überleg doch erstmal, was noch rein muss. Du hast jetzt zwei RCS-Module drin. Also ich dachte, klein, leicht und wendig. Und jetzt baust du schon wieder so ein. Mach ich ja nicht, das ist jetzt alles. Mehr muss, kommt nicht jetzt. Aha. Vielleicht was hast, hast du Tanks schon? Habe ich alles in der Hand. Die müssen wir natürlich jetzt irgendwie verstecken. Wie hast du denn hier gebaut? Das ist. Nicht richtig? Siehst du irgendwelche Fehler? Ja, ja. Ich habe die zweite Kanone sitzt scheiße. Die sitzen nicht richtig. Die sind beide falsch, ja. Die sitzen zu weit vorne. Ah. Hast du die gesetzt? Wer denn sonst? Oh. Ja, ich baue sie ab und baue neue. Ich korrigiere meinen Fehler. War nicht so wie du rum. Ne, sieht gut aus, lass mal so. Asynchron halt. Asynchron. Asi. Asi ist Asi Krone. Das ist dein Verdienst. 11 Minuten, weißt du schon, wieder der Zuschauer denkt auch, getan. Die mehr schlabern, die können sie nicht. Ding rum. Ja. Drück N jetzt, mach es. Wieso gibt es denn dem Minias auch hier die Bauteile in die Hand? Das ist schwer. Die Leute. Guck mal, hier ist auch falsch. Aber ist nicht schlimm. Wenn ich überlege, wie du am Anfang nach erweiterten CPUs suchst, gell, und erstmal schön Material ranschaffen musst. Ja. Nochmal an dieser Stelle ein Hinweis an den Entwickler, falls hier einer zugucken sollte, was ich fast nicht glaube, weil wer will das schon sehen. Bedrohung, ja. Ne? Gegner. Damit die Geschütze da oben auf dem Dach Sinn machen, weil genau, es ist sehr ruhig. Ich will im Kugelhagel bauen. Es ist uns klar, dass wir mittlerweile den Gegner so dezimiert haben, dass uns auch keiner mehr angreifen möchte, beziehungsweise kann, weil, warum ist hier die Tür offen? Das geht ganz gut, ich mach mal zu. Aber ich brauche hier Gegner, ne? Das muss schon ein bisschen so Angst. Muss schon kitzeln irgendwo. Und die Idee mit diesem Lande-Raumschiff da, weißt du, die das, verstehst du? Die ist echt gut, ja. Das sollte dann vielleicht irgendwie ein bisschen weiter weg spawnen. Also landen, sodass man die nicht gleich in der Luft. Was? Was? Bist du um? Mist, ich bin unerwartet. Was mache ich? Ich sauf ja wenigstens noch, du brichst dir die Beine. Machst du jetzt einen Minions oder was? Die Idee mit dem, wir Fleisch haben, ich führe kurz den Satz zu Ende. Die Idee mit diesem Raumschiff, was praktisch irgendwie Truppen absetzt und so weiter, finde ich eine super Idee. Aber das darf nicht abhängig sein, ob eine Basis sich hier befindet. Lass einfach spawnen. Einfach bring it on. Ne? Nee, verstehe ich nicht. Wie meinst du das? Naja, ich glaube ja, dass es genauso abhängig ist wie die Drohnen. Ach so. Ach so? Dass der Truppentransporter nur kommt, wenn wir die Basis noch nicht elootet haben, sozusagen. Oder? Ja, genau, ja. So glaube ich. So, ich glaube, möchte. So, jetzt habe ich es aber richtig gemacht. Ich glaube, dass es ein Grund ist oder dass man es davon abhängig macht. Aber ganz ehrlich, bringen sie rein, wir machen es schon. Jackie? Das fliegende Tee. Was brauchen wir denn hier drin noch? Du hast nur RCS-Module drin, richtig? Ja, jetzt habe ich noch keinerlei Triebwerke zu den Seiten eingeplant. Nicht, nein, die hätte ich jetzt hier innen verbaut. Ja, könntest du zum Beispiel zwischen die Kanonen setzen, oder? Für links und rechts zum Beispiel. Ja. Das ist ja zwei Platz, das müsste ja reichen für ein richtiges Triebwerk. Dann mache ich das hier so. Jupp. Und dann den noch dran. Soll ich noch einen Klotz reinsetzen? Ne, egal, wird zu schwer. Ja, also genau. So und so. Gut, und dann hinten raus halt die harten. Dann mach auch die Gegenschubdüsen neben dem Block in der Mitte. Weißt du, also. Die Gegenschubdüsen sind hier schön unten drunter. Zwei Stück. Das ist ja das Coole. Ah, okay. Gut, dann hast du. Mach mal nochmal hier so eine Schubdüse, eine Richtungsschubdüse nach. Nochmal. Nach oben und unten oder was? Nochmal drei. Eine habe ich. Das sind zwei nach oben, zwei nach unten. Du merkst schon, dass es unpraktisch ist, hier oben zu bauen und keinen Konstruktor zu haben, ne? Ja, aber es ist auch unpraktisch, unsere Materialien auf drei Kontrakten. Ne, wir können aber hier unten einen abbauen und einen oben hinsetzen. Na gut, das ist wahr. Ja, oder soll ich? Mache. Mache. Gut, dann mache ich jetzt einen Advanced Constructor. Stell dich erst her, dann räume ich den ganzen. Alter, kommt die Reihe gar nicht mehr nach. Ding, 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 ding. Ich glaube, der macht jeden Schritt, den er herstellt, konstruiert er hier unten. Ja, das ist noch nicht so wirklich irgendwie.
Ich meine, das kann er doch kombinieren. Der macht doch eh 5x Eisen, 5 Kabel. Gut, das glaube ich technisch nicht anders möglich. Der automatisiert einfach das, was du auch klickst. Bin echt blöd. Da gibt es so ein Tool, nennt sich Advanced Keyboard oder sowas in der Art. Oder? Advanced, wie hieß das denn? Für einen Rechner, da kannst du alles automatisieren. Also praktisch das, was passiert, nachdem der Rechner hochgefahren ist. Das, was passieren soll, oder wie? Mhm, genau. Ich merke eigentlich heute bei der Aufnahme, ich sitze wieder viel zu weit rechts. Mal kurz korrigieren. Liebe Zuschauer, der craftet da eh, seid ihr ja gewohnt, ne? Unprofessionalität sondergleichen. So, setzen wir mal richtig hin. So. Das könnt ihr nur hier sehen. So, kurbeln jetzt, jetzt will ich den Jana zumachen hinten einfach. Da hat schon die Hand auf. Da ist Minas, da seht ihr, da ist die Kante, da so. Links habe ich mehr Platz, warum habe ich so wenig Platz noch rechts? Ist egal. Bitte was? Das wäre braucht ganz schön. Du hast nicht mit mir geredet, ne? Nee, doch, und, schon, aber also irgendwie. Ein bisschen. Ach, falscher Knopf. Wie komme ich denn hier jetzt wieder raus? Hast du Hunger? Wie komme ich denn hier aus diesem P? Ist das P oder was ist das für ein Menü? Leck mich. Der G. Hä? Hunger? Nee. Ja. Wieso hast du denn eigentlich nie Hunger? Frisst du zwischendurch? Was willst du mir damit erzählen? Willst du mir damit sagen, ich bin Fressack? Oder willst du mir jetzt sagen, ich esse zu viel? Oder ich bin zu dick? Oder was? Die einen sagen so. Und die anderen sind nicht mehr am Leben. Ja. Ich hab dich groß gemacht! Gehorche! Ich hab ihn groß gemacht. Ne, jetzt lass mal jetzt. Würdest du nochmal einen Armored Truster bauen? Einen? Hm? Hab nur kurz gerade hier mal geerntet. Ach, muss nur kurz die Tomaten abladen. Ja, ich muss nur kurz alles. Immer nur kurz, mal eben schnell. Liebe Tomaten, sieht gut aus. Können wir mal Salat Calabrese machen. Verstehst du? Calabrese. Nee, für... Wie heißt das alle Zeug? Mit Knoblauch und so. Mach mal bitte nochmal... Was? Bruschetto? Rumpfblock. Nee. Ja, Bruschetta. Rumpfblock in... Rumpfblock in grau. Rund. In gleich. Grau sind sie alle, ja. Für einen kleinen Augenblick. Lass mich auch mal durchschnaufen, ne? Bin ich ja ein Arbeitstier, ja, für alles. Du hast jetzt hier Jas zu jeden. Jetzt sag mir mal, wo wir die, nicht die Triebwerke, sondern. Bei Obi. Den Strom hinmachen. Den Strom. Zum Füllen von. Ja. Ich würde es hinten zwischen die Dings setzen, wo drinnen Triebwerke rauskommen. Dazwischen? So, was bauen wir ab? Die Flak oder bauen wir was anderes ab? Wieso? Material eher? Nee. Nee, im Constructor hinzusetzen. Ja, die. Da bauen wir die Flak ab, wa? Keine Ahnung, haben wir nicht genug Platz? Die Flak macht doch eh nichts, oder? An den Eingang hier irgendwie, hier? Ja, das können wir machen. Okay. Okay, dann setze ich die hier hin. Was soll das? Läuft. Boah, ist das ein Klotz. Das müsst ihr kleiner machen, ist nicht schön. Ich klaue die ganze Licht, du. Soll ich vielleicht ein Licht noch davor setzen? Jetzt könnte ich ja, ich könnte jetzt ein Licht machen. Guck, da, Licht. Guck, Licht. Ja, ich habe nur die Barre mitgenommen, ich habe jetzt nicht dieses Material da rausgenommen. Wenn ich jetzt wieder reingesehe, ne? Das hast du nochmal Armored Truster angeworfen? Jetzt warte! Wann? Ich mach doch jetzt gerade Licht. Da oben? Ich mach Licht davor, wann? Vor das Ding, siehst du? Armored Truster, jetzt kannst du meckern. So. Hast du angeworfen? Jetzt warte. Also. Was ist ein Armored Truster? Schubdüse gepanzert nennst du das auch, ne? Genau. So nennst du. Was ist das jetzt? Ach, das sind die Tanks. Ja. Krass. Ist natürlich jenseits von klein, ne? Was wir vorhatten. Ja, es braucht halt alles Platz. Was mir ein bisschen fehlt, ist hattest hier... Hattest du Rumpfblock angeworfen? Nee.
Was mir fehlt, ist Licht. Was mir auch nicht gefällt, sind diese Eckdinger hier. Warum sind das Ecken? Die kann man nicht anders bauen, wa? Ja, genau, da gibt's noch keine richtige. Also nichts anderes, sagen wir es mal so. Abgerundete Ecken bräuchte. Doch, wir haben doch. Nee, wir haben keine Innenecken. Das ist ja das genau Außenecken. Also. Ne? Bedrohung und abgerundete. Was? Oh nein, ich glaube. Innenecken, das ist. Ah. Hätte dich kurz nicht gehört. Warum? Kann ich dir nicht sagen, entweder die Newspeaker hat festgestellt, dass du wieder nur Mist laberst, oder... Gut, Fallschutz ist ja... Ja, du hast jetzt zwei RCS drin, ne? Hier ist ein Generator drin, ja. Das ist ganz schön viel Hohlraum, den lassen wir aber auch holen, oder? Damit das Ding gerade leicht ist. Hätte ich gesagt, ja. Hätte ich gesagt. Also schön ist es nicht, muss ich sagen. Du bist echt gemein, weißt du denn? Nee, ich hätte innen, weißt du, ich hätte bau dir dann eine. Hätte Fahrradkette, ich hätte das Ding, Arschloch. Nein, ich mag übertreib mal nicht. Ich hätte das Ding hinten, weißt du, mehr wie so ein Dreieck, wie so ein Bumerang halt gebaut, dass es hinten ein bisschen reingeht. Wir haben halt hier, kannst du drin laufen. Ja, habe ich auch überlegt und dann habe ich doch nicht getan. Dann habe ich gemerkt, dass dir das gefällt und dann habe ich gesagt, nö. So nicht. So, Armor Thruster sollte fertig sein. Was machst du eigentlich? Ich mache jetzt hier nochmal Richtungsschubdüsen, weil da hast du auch nicht. Warum hast du nicht hier oben angesetzt? Ich habe extra den Constructor hier hochgeholt. Ja, weil da ja gerade schon gecraftet hat und so habe ich jetzt beides gleichzeitig. Du machst aber auch Sachen, Freund, du. Nee, ne? Freund und Kupferstecher. Ich mache das auch nach bestem Wissen und Gewissen. Außerdem wollte ich was zu essen holen, gleich vergessen. Gut, wir haben einen Tank. Sonst haben wir nichts drin. Vielleicht hätten wir ja noch irgendwie hinten rein was bauen können, so Container zum Reinpacken von Dingen, Kühlschrank. Gut, wir könnten natürlich von oben noch Container draufsetzen. Ja, aber dann in den Hohlraum, hätte ich gesagt, oder? Ja klar, in den Hohlraum. Ja, ja. Dann schließe ich das jetzt mal und dann bauen wir die ab, die wir nicht brauchen, oder? Richtig. Mache ich jetzt einfach mal hier so eine Fläche drüber. Muss man hier was reinsetzen, sonst mache ich jetzt dicht hier oben. Hallo? Ja? Nee, muss jetzt erstmal nicht drin sitzen, ne. Na gut. Achso. So macht er. Achso, doch. Warum hast du die jetzt oben gekantet? Warum nicht abgerundet wie unten? Ach, shit. Wollte ich gar nicht. Siehst du? Dann baue er ab. Oh Mann, ey. Ja, den hat er selbst verkackt jetzt. Einmal mit Profis. Guck mal, Spendet Bob, der weiß wenigstens, was er tut. Das haben wir. War cool, hat Spaß gemacht. Was jetzt? Third World? Mit Bandit Bob? Mhm. Ja, stimmt. So, jetzt, mache. Jetzt nur noch Abkanten. Ich hab keine Kanten. Ich hab nur welche. Ich baue jetzt, können wir hier oben drauf machen. Hier zwei Kisten alle. Und zwei Kühlschränke. Ne? Zwei Kisten so. Bier. Nee, zwei Kisten, zwei Kühlschränke. Ist doch super, oder? Zwei Kisten, zwei Kühlschränke, ja klar. Können wir in der nächsten Folge, können wir dann schon losfliegen. Was, nächsten Folge? Ach, guck mal, wie spät es ist. Meine Damen und Herren, wir machen das hier zu Ende. Ihr seht uns in der nächsten Folge wieder. Und ich sage herzlichen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Schönes Leben, bis dahin.